Der Luftfilter beim E90 sollte etwa alle 50.000 Kilometer ausgetauscht werden. Das kann man ganz gut selbst machen und in diesem Video erfahrt ihr wie. Zuerst die drei Schrauben am Luftansaugstutzen mit einem Torx 20 Schraubenzieher entfernen und den Luftansaugstutzen abbauen. Dann mit einer Zehnernuss die beiden Schrauben am Luftfilterkasten selbst herausschrauben. Die Schraubschlauchschelle an der Luftführung von Luftfilterkasten zur Drosselklappe lösen. Dies hier ist die Dichtung zum Luftmassenmesser, dieser lässt sich oft schwer abstecken, deswegen wechseln wir den Filter, ohne ihn auszustecken. Jetzt kann man den ganzen Kasten herausnehmen. In die runde Öffnung an der Unterseite des Luftfilterkastens gehört ein runder Gummipuffer. Dieser fällt beim Herausheben des Kastens manchmal in den Motorraum, muss also, bevor der Kasten wieder eingesetzt wird, an die richtige Stelle gesteckt werden. Nun den Luftfilterkasten selbst öffnen, dazu 5 Torx 25 Schrauben lösen. Danach den Kasten einfach aufziehen. Den alten Luftfilter kann man einfach herausziehen, der neue wird dann ebenso montiert, indem man ihn darauf schiebt. Dabei aufpassen, dass der Filter am Ende fluchtet und dass der Haltebügel auch so nah wie möglich mit dem Schraubenloch zusammenliegt. Vor dem Zusammenbau noch die beiden Hälften des Luftfilterkastens entstauben und bei Bedarf reinigen. Jetzt die beiden Hälften wieder zusammenstecken und festschrauben. Beim Einsetzen des Luftfilterkastens mit der Hand durch Tasten sicherstellen, dass die runde Aussparung auf der Unterseite auf dem vorher erwähnten Gummipuffer liegt. Wenn der Kasten richtig sitzt, mit der Zehnernuss die Schrauben wieder festschrauben. Der Schlauch zur Drosselklappe muss auf jeden Fall richtig sitzen, ansonsten zieht der Wagen Falschluft, nachdem der Schlauch dann hinter dem Luftmassenmesser undicht wäre. Wenn der Schlauch richtig sitzt, die Schraubschlauchschelle wieder festschrauben. Zu guter Letzt noch den Luftansaugstutzen richtig ausrichten und mit den 3 Torx 20 Schrauben befestigen. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und gefallen und wenn ja, dann abonniert mich doch, hinterlasst einen Kommentar und damit ciao und bis zum nächsten Mal.